Hey ho, hier ist er wieder, euer Vorbüdel mit einer neuen Folge. Wir spielen, fangen oder zusehen beim Bäume wachsen. Wäre vielleicht auch eine Sache. Ihr freut euch jetzt natürlich wahnsinnig. Schreit laut, hurra, er ist wieder im Dschungel, da wo er seit einigen Folgen schon hingehört. Ja, aber es ist aber jetzt nur Zufall. Guckt euch mal bitte mein Inventar an und meinen Levelstand, dann wisst ihr, was passiert ist. Ich bin nämlich schon, ach, ich habe gearbeitet wie blöde, ja, muss ich schon wirklich sagen. Boah, da hinten habe ich mich durchgewühlt. Ich war schon ein paar Mal wieder auf der Ponderosa und habe da auch, da hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Aber wie gesagt, da hat mir gerade ein Enderman den Gar ausgemacht. Erinnert mich bitte bei einem nächsten Enderman, der mir begegnet, dass ich mich möglichst brutal und blutrünstig an ihm rächen werde. Ganz klar. Ja, hier, das ist auch nichts Besonderes, das brauche ich euch nicht erklären. Da wachsen jetzt so Bäume nach, hoffentlich. Ich werde jetzt hier einfach, das ist euer Glück, ein wenig weitermachen. Natürlich, dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen wieder mein Inventar hier auffüllen, mal alles zumachen hier. So, passt mal auf, jetzt brauche ich erstmal ein neues Schwert. Jetzt fühle ich mich echt so ein bisschen nackig. Und dann überhaupt auch alles mögliche von dem Werkzeug so. Mal wieder so eine kleine Ration. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar. Wie heißt es nochmal, das so Licht macht? Ja, Fackeln, ne? Was habe ich hier noch drin? Ja, ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen zerknirscht von diesem Enderman-Angriff. Das ging auch nur wieder nach hinten los, wegen dieser blöden Sprint-Taste. Auch hier nochmal an den Jepp und an die Bucket-Leute und überhaupt, ey, macht das mal was Vernünftiges hin. Nicht dieses blöde Doppeldrücken auf W. Ja, das ist sowas von... Nein, ich sag's nicht. Gut, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich muss hier eh mal erst gucken, was passiert ist. Ich habe einfach mal auf euch gehört... Oder auf einige jedenfalls, die sagt, Mensch, mach wenn, dann mach den Gang wirklich komplett bis vorne hin. Mit dieser Verzierung und nicht nur so angedeutet. Ne? Und das habe ich jetzt schon angefangen. Ihr seht natürlich, der Hintergrund ist noch nicht fertig. Das muss ich alles noch aufkloppen. So, da kann ich ja vielleicht mal vorne mal gucken. Dass wir das mal so machen. Ach, da ist eine Höhle drunter, ja. Ich bin inzwischen schon so verwöhnt mit dem ganzen Material, dass ich das wirklich immer liegen lasse, ne? Also immer, ich ertappe mich immer dabei, dass ich das gar nicht so richtig mitnehme. Na, das ist natürlich Leichtsinn, ich weiß, ne? So. Das ist der erste Schritt, dass man einfach mal hier dieses Zeug aufhackt. Ich weiß gar nicht, wie wir das am Ende, das machen wir dann mal zum Schluss. Auch hier können wir noch so ein bisschen durchgehen. Ja, an dem Ende von diesem... ich habe mich jetzt doch entschieden. Ich mache es dann auch wirklich diagonal hier versetzt. Also hier ist eine Fackel. Und dann ist eben etwas versetzt, die nächste Fackel. Hab letztens mal irgendwann erzählt, das wäre ja cool. Mit Dreier Abstand ist das ja alles nicht so nötig. Aber ich habe dann gesagt, ja komm, wenn schon, denn schon. Ne? Und dann machst du es auch richtig. Und dann wird das auch ein bisschen diagonal versetzt hier so eingebaut, aber das bedeutet dann natürlich gleichzeitig, dass man an den Enden eine gewisse Diskrepanz verspürt. Ja, da ist es also dann etwas unterschiedlich und das werdet ihr dann gleich am Ende sehen. Da habe ich dann halt das ein bisschen noch angeglichen. Einfach so klumpig dann irgendwie was hingebaut. Laufen wir mal eben hin. Ach, die Ranken kommen auch runter, das ist gut. Da hatte ich noch dummerweise hier so eine Fackel vor, da konnten die Ranken gar nicht runterwachsen, ne? Jetzt wachsen die auf allen Seiten dafür, ne? Ach, das wusste ich gar nicht, dass das geht jetzt. Dass die auch so wachsen. So aneinander und praktisch sich einen Block teilen, ne? Das ist cool. Das ging vorher wirklich nicht. Ich habe das oft versucht. Beim Dekorieren auf dem Server. Naja, aber gut. Ja, hier habe ich einfach mal mit dem Dschungelholz alles voll gemacht, das Ende. Wie das dann hier so oben auf den Baum geht, das weiß ich sowieso noch nicht so genau. Ich würde auch sagen, das machen wir dann irgendwie später mal, wie sich das so entwickelt.
Ich wollte dann eher mal auf den Baum kraxeln und dann oben mal so ein bisschen weiter bauen. Da habe ich nämlich auch noch keinen Plan, wie das sein soll. Ich nehme mir immer ganz viel vor und habe da noch überhaupt keine Idee. Hui. So. Ja, jetzt sagen natürlich auch schon wieder welche. Ne, gibt ja solche, die kennen sich genau aus und die wissen natürlich, dass man niemals in so einem Let's Play so zeigen soll, wie man so lange buddelt und immer dasselbe macht, ne, weil das sonst ja dem Zuschauer eventuell zu langweilig werden könnte. Ne? Das ist ja eine Katastrophe, wäre das. Und ich sag dann immer, ja, ich mache ja kein Let's Play, ich mache ja, wir spielen. Ne, wir spielen Minecraft. Ne, und vor allem. Ihr braucht euch nicht zu beschweren. Erstmal sind wir jetzt schon fertig mit Buddeln. Das ist erstmal gar nicht so viel gewesen. Und zweitens habt ihr eine Menge Buddelarbeit ja verpasst, weil ich sie euch erspart habe. Ich habe draußen Kanäle gegraben. Wasserkanäle, Wasserstraßen. Deswegen überhaupt wollte ich nach zur Ponderosa zurück, um Eimer zu holen. Ich habe hier überhaupt keine Eimer. Da habe ich festgestellt in der Ponderosa, ich habe auch da keine Eimer und die sind alle voll mit Lava. Und dann wollte ich mal in der Höhle unten gucken gehen. Und ob da noch Eimer sind. Da habe ich ja so viele Kisten. Und da habe ich dann noch die Skelettfalle umgebaut. Und dann bin ich wieder zurück und dann wurde ich vom Enderman erschlagen. Und ja, so kann es gehen. Rohholz und Dschungelholz brauchen wir. Und auch Roh ist Dschungelholz, ne? Hoffe ich mal, dass das jetzt so ein bisschen ja dürrt. Kann ich jetzt leider nicht zu Dschungelholz einschmelzen. Oh, das ist sogar Pinie, sehe ich gerade. Habe ich kein Dschungelholz mehr. Was ist das? Das müsste hier welches sein, ne? Ich glaube schon. Ja. Das sollte sogar reichen. Das sollte sogar reichen, ja. Nee, ich habe also wirklich gebuddelt wie blöde. Und da sollte sich jetzt mal keiner beschweren. Sonst filme ich das beim nächsten Mal auch noch. So, jetzt werden die Sachen hier so eingesetzt. Das schöne Holz. War das denn überhaupt richtig? Nee, jetzt kommt da nämlich rohes rein. Rohes Dschungelholz, ja. So. Möglichst dekadent und ne, ist gar nicht so meine Art, weil ich ja am liebsten eigentlich immer noch mit wenig Materialien bauen. Es gibt ja Leute, die sagen dann, ach, das ist ja langweilig, immer wenig Materialien. Aber ja, ich mag das nicht so, so unheimlich bunt. Ich baue immer lieber so mit zwei, drei Materialien so und dann natürlich mal vielleicht noch ein bisschen Verzierung ran oder so. Ne? Oh, hier habe ich noch vergessen auszuschachten. Dass das mal nicht wieder vorkommt. Hops, hops, hops. So komme ich nämlich jetzt auch besser an die Steinchen ran. Ne? So. Plong. Ja, nur falsche Holz benutzt. Ach, ich bin aber jetzt hier nicht Herr meiner Sinne. Eine Axt habe ich noch zu Genüge. Da draußen mache ich ja gerade auch ein Experiment mit den vier Saiblingen. Ich weiß, dass man die natürlich. Das ging auch, geht auch übrigens schon seit ewigen Zeiten mit normalen Baumsetzlingen. Da kann man auch Riesenbäume draus machen. Das ging immer schon. Haben wir auf dem Server ganz viele rumstehen. Und ich wollte das jetzt einfach mal so probieren, ob man die vielleicht einfach mal stehen lassen kann und ob die dann zusammen ohne gedüngt zu werden wachsen zu einem Riesenbaum. Ich glaube es ja nicht. Das glaube ich jetzt auch nicht. So. La 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 la. Das ist auch falsch, ne? Ach, Leute. Ich heule gleich, wenn das so weitergeht. Das ist der unten in der Mitte? Das ist der oben. Da muss der hin. Und unten muss der hin. So. Irgendwer bringt mich heute ganz furchtbar aus dem Konzept. Ich weiß es nicht, wer es ist.
Ich wusste es. Ich wusste es. Es passiert mir nochmal. Alle gucken ganz gespannt zu. Aber wir sind ja gleich da. So, komm, ich mache jetzt erstmal nur ein Holz rein. Das sollte ich ja wohl jetzt mal hinbekommen. Das ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Ja, das wird schön. Ja, hier ist immer noch am Tropfen. Da habe ich immer noch den See darüber. Da muss ich nochmal hoch und da nochmal ein bisschen was reinschütten. Ach, kein Holz mehr. Jetzt fehlt mir doch wirklich erstmal ein Holzstückchen. Na, ist ja egal. Das ist ja nun wirklich... Ja. Nee. Ja. Okay, ich beherrsche mich jetzt. Sonst flippt ihr noch aus. Ich kriege gleich wieder Drohmails oder so, ne? Zack. Da geht's rein. Jawohl. Und das war's schon wieder. Jetzt ist der Gang schon relativ... Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist die Decke. Aber ich denke, die spare ich mir auch auf für den Moment, wo ich dann hier den eigentlichen Eingang hinbaue. Das soll ja nicht so bleiben hier. Da soll ja so ein tempelartiges, ja, portalartiges Ding hin. Wo man dann hier so schön durchläuft in großer Erwartung, dass man da gleich auf den Baum klettern darf, ne? Jetzt ist draußen natürlich dunkel. Das gefällt mir nicht. Dann gehe ich doch mal eben schlafen. Ah, da ist ja noch ganz viel Erde in der Decke noch drin. Nicht so schön. Schlafen. Jetzt wollte ich mich schon fast in die Kiste legen zum Schlafen. Ah, ich glaube, das geht nicht mit dem Baum. Lass uns das mal lieber so machen. Mal sehen, ob das jetzt auch funktioniert mit 45 Knochenmark. Das ist ja, die verbrauchen ja eine ganze Menge. Erstmal gucken wieder, ne? Früh am Tag. Hallo? Oh weia. Da werde ich aber jetzt mein ganzes Knochenmark mit los. Jetzt habe ich natürlich auch verschiedene geklickt. Das hat aber jetzt überhaupt nicht funktioniert, ne? Also, pff. Dann ist mir das auch egal. Da steht noch ein Kandidat. Ein Sterbekandidat. Ja, jetzt bist du nämlich hinter dem Baum, ne? Und kannst mich nicht beschießen. Ja. Hör mal. Ich habe vorhin zig Millionen in meiner Skelettfalle, in meiner Pfeilfabrik abgemurkst. Abmontiert, wollte ich schon sagen. Ah, schön. So, und jetzt möchte ich aber auch mal sehen. Ja, ich brauche auch nochmal normales Holz. Komm, ich habe doch noch normales Holz. Nee, das ist kein normales Holz. Die Leitern muss ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wie ich auf den Baum kommen soll. Man kann auch jetzt erstmal mit Erde so ein bisschen provisorisch da arbeiten. Na, auf jeden Fall brauche ich ja noch eine Masse von normalem Holz. Da hätte ich jetzt aber nicht mitgerechnet. So, damit kommen wir vielleicht erstmal so ein bisschen über die Runden. Um vielleicht mal anzudeuten, ein paar so Zeichen zu setzen. Lass uns mal einfach jetzt auf den Baum klettern. Ups. Hier kommt man jetzt schön rüber. Weil ich weiß auch nicht, ob ich das dann hinterher mit den Lianen und so lasse und Leitern, ob das dann nicht so richtig schön... Uah. Oder ob das nicht so richtig schön... Das geht hier noch nicht. Da muss ich hier nochmal einen runtersetzen. Das hatten wir doch schon mal, ne? Dass ich da nicht klarkomme. Ja! Ach, sogar im richtigen Glück. So, jetzt bin ich auf dem Baum. Hurra, hurra.
Nee, da sollte doch vielleicht schon so eine Art Wendeltreppe schön hochführen oder irgend sowas. Na gut, aber jetzt gucke ich mich hier oben erstmal um. Ah, da haben wir auch schon einen Baum mit einem dicken Stamm. Und da ist auch einer mit einem dicken Stamm. Hier kommt man vielleicht schon auch ganz gut rüber. Ich muss das jetzt so ein wenig auf mich wirken lassen auch, ja. Nur falls jetzt manche sich wundern, dass ich jetzt nicht mehr so viel rede, dann deute ich hier mal was an. So ein bisschen wie malen jetzt, ne? Ein bisschen erstmal gucken. Boah, das ist schon mal, als Eingangsbereich ist das schon mal nicht schlecht hier. Jetzt schleichen wir hier mal rum, mal gucken, wie weit wir hier so kommen. Ja, müssen wir noch höher, weil da, ich glaube, da kommt man schon wieder vom Land aus heran, also vom Boden aus. Da ist ja so eine Böschung. Kann man, glaube ich, hier. Nö, doch nicht so. Okay. Ah, hier. Ah, da ist ein schöner Baum. Versuche ich mich mal hier durchzuhacken. Mache ich das nochmal so? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber ich glaube, man kommt immer so auch um die Ecken rum. So. Ja, das muss natürlich alles sicherer werden, ne? Sonst kommt hier der TÜV vorbei und er sagt, nö, das kannst du doch nicht machen, Vorbuddler, du musst das wieder abreißen. Außerdem musst du hier so Strafe zahlen. Oha. Oh, wie schön. Da ist der erste Baum, auf den ich mal geklettert bin. Ah, ich kann mal so schön auf diese Seenplatte gucken. Und da dieses skurrile Teil, wo man da mit dem Boot hin. Das ist die einzige blöde Ecke mit dem Boot. Da muss man da so rum. Oh, hier ist aber wirklich schon. Das ist aber auch schon sehr schön. Hier oben ist aber ein schöner Platz, um vielleicht irgendwie so ein Haus drauf zu bauen, ne? Wobei ich mir ja nicht sicher bin, ob ich das Haus wirklich oben drauf setzen soll oder da unter diesen, unter den, ja, unter die Baumkrone. Hier kommt man ja überall noch relativ ran. Also da, wo dieser Ast ist, da könnte man noch super so ein Baumhaus ansetzen. Und das da so reinbauen. Ich glaube, das ist eine coole Stelle für den Anfang auch schon mal. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich dann da auch hinkomme. Alle Ressourcen sind aus. Ah, das ist doof. Man kriegt die Fackeln nicht auf Blätter gestellt. Ist eigentlich auch klar. Ne? Aber gut. Da es in Minecraft ja immer mal wieder Stellen gibt, wo man dann sagt, wieso? Ne? Hopp. Ey, 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 hier kommt man ja hoch. Das ist ja super. Ja, das ist richtig gut hier. Guck mal, kommen wir super hoch. Wow. Ah, oh, das gefällt mir total gut. Ja, ich bin absolut begeistert. Da der Ast, das wird unser Grundstein. Ja, da lege ich unseren Grundstein dran. Und das ist schön, wenn man oben die Baumkrone noch drüber hat. Da ist nur sogar noch ein höherer Baum. Und den kann man dann auch nochmal nehmen. Da kann man die verbinden. Tatsächlich, ja, mit Brücken und so, also Hängebrücken oder sowas, ne? Schön. Das ist sehr schön. Wie macht man das denn am besten? Aus dem Holz dann auch? Oder nehmen wir richtiges? Also, so modernes, ne? Normales. Vielleicht so ein Kranz erstmal rum.
bin sehr vorsichtig jetzt mit dem Abreißen der Blätter, weil ich noch nicht weiß, ich will auch nicht so viel kaputt machen, zumal ich die im Moment jetzt auch nicht einsammel. Habe ich mich jetzt hier vertan? Das ist ein doppelter Ast, oder wie? Oh. Okay. Ah ja, sehe ich schon. Okay, dann kann der obere Teil hier weg. So, dann habe ich hier schon mal so eine Plattform rum. Ja, sind wir schon fertig mit dem Haus. Na, hier könnte ein Bett hin, eine Fackel passt da noch hin, da hinten in die Ecke eine Kiste und fertig. Das finde ich super, auch jetzt so, ne, wenn dann da außen noch diese Ranken runterranken. Sehr schön. Okay, aber jetzt glaube ich, muss ich auch wirklich mal erst noch ein bisschen normales Holz ran schaffen, sonst kommen wir einfach nicht weit. Da muss ich jetzt auch noch, das ist mir völlig, ja, ich muss sowieso nochmal zur Ponderosa zurück, da liegen meine Sachen nämlich noch. Der Schank hat sich ja abgeschaltet. Und ich hoffe mal, der liegt dann da gleich alles noch. Ja, jetzt ist es nämlich soweit, jetzt habe ich mich verlaufen. Wie komme ich jetzt runter? Ich bin doch auch hier raufgekommen, dann muss ich doch auch runterkommen. Wo muss ich denn auch hin? Wo ist denn mein See? Ich bin jetzt in der falschen... Ja. Hier muss ich runter. Oh, Tarzan. Der neue Tarzan-Schrei. Statt... Oh, ich mach den jetzt... Oh. Hier war ja wohl auch mal was. Das ist ja hier mein Übergang. Ja gut. Es ist schwierig. Es ist schwieriger, sich im Dschungel zu orientieren, als draußen da durch die Natur zu stapfen und irgendwelche kilometerlangen Wege zu finden. Das merke ich jetzt gerade. Ne? Na gut. Prima. Okay, dann sehen wir mal in der nächsten Folge weiter. Bis dann erstmal wieder. Na, macht es gut. Tschüssi.